Sag mal, Nino, du kennst doch diesen Apache, ne? Apache? Ne, wüsste ich nicht. Mann, diesen Rebel 207, kennst du doch. Ja, den kenne ich. Du meinst aber Apache, ne? Mann, wie auch immer. Der hat mir gerade angerufen, der Junge braucht einen Rat. So, warte mal. Dich ruft Apache an. Du weißt nicht mal, dass der Apache heißt und der braucht einen Rat von dir? Mensch, mich rufen 1000 Leute am Tag an. Da kann ich mir noch nicht jeden Namen merken hier. Ist klar, Peter. Warte, da muss ich mal gerade ran hier. David, du alter Schaumschläge! Wie geht's dir? Aha. Nee. Ja, haben wir doch gesagt, du. 20 Uhr, Ushuaia, bin ich dabei. Mach ich Haupteck, kein Problem. Ja, sicher. Na klar. Nein, lass schon mal das Wasser rein. Wir sehen uns, ne? Jo, du. Tschüssi, ciao, du. Hasta luego. Tschüss. Boah, der Guerrero ist aber auch da stramm, du. Mein Gott, du. Naja, auf jeden Fall, der Junge braucht Autogrammkarten für seine neue Tour da irgendwie. Und da hat er mich gefragt, ob ich wohl irgendwie Connections hätte im Bereich Marketing, im weitesten Sinne. Und ich sage, Apache, kein Problem. Natürlich kenne ich da welche. Du meinst, du kennst mich? Exaktamente. Wir brauchen 1000 handgemalte Autogrammkarten. Ich meine, ich finde es ja echt cool, dass du mich da so involvierst und ins Spiel bringst, aber... Meinst du nicht, das ist ein bisschen viel? Handgemalt und so? Also 8 Uhr morgen müssen die fertig sein. Da kommt er hier vorbei. Was? Mit seinem dicken Mercedes oder Vers und holt die Dinger ab. Peter, wie soll das denn gehen? Ich kann doch nicht die ganze Nacht durchmachen. Das schaffst du, Mensch. Alles gut, du nörd doch nicht so rum, ey. Ist doch geil. Das kriegst du hin. Alles gut. Du musst mal gerade hier nochmal ran. Jackson, du alte Orgel. Lebst du auch noch? Na, aber hallo. Na sicher, ja klar. Nein, weiß ich doch. Ja, nee, Genie, dem ist gut. Klar, dem ist gut, ist okay. Ja, sicher. Ja, klar. Nein. Schöne Scheiße, ey.